So, wir wollen ganz weit hinaus und besteigen den Berg, sind gerade am Lawinenbergpass angekommen. Und wenn schon ein Achievement Unterwäsche heißt, bin ich total gespannt, was jetzt auf uns wartet. Guetica, Guetia, nicht Kitala, Badabba, Chabadaba. Wow, der Zauber ist gesprochen. Schon bald wird die Welt ihr Ende finden, denn eins hat sie mit dem Schnee gemein, ihre Vergänglichkeit. Oh mein Gott, ist das melodramatisch. Angeblich soll ja so ein Reisender immer dazwischenfunken, sobald einer von uns Zerstörungsmagie wirkt. Stimmt, ich komme immer genau im richtigen Zeitpunkt. Vielleicht bin ich der Bösewicht, vielleicht bin ich an allem schuld. Oh mein Gott. Aber ich bin nicht so einfach klein zu kriegen. Jeltas, Jenta, ich zähle auf euch zwei. So. Ich zähle uns auf. Halial. Ui, es schneit doch nicht etwa. Dann zieh dich doch mal wärmer an. Aber ich weiß nicht, ob du schon wusstest, aber ich kann Kälte nicht ausstehen. Was dir stets fehlt, ist Zeit. Was mir dagegen fehlt, sind Ärmel. Also Phil, bitte beeil dich. Mach dem Bösewicht fix den Gar aus. Und eine Sache noch, in diesem Gefilde scheint es öfteres Lawinen abzugehen. Wenn du zu schnell unterwegs bist, könntest du von einer mitgerissen werden. Wenn du von einer Lawine mitgerissen wirst, kannst du deine Ausrüstung nicht benutzen. Sei vorsichtig, Phil. Okay. Aber ich meine, wir joggen ja eh sehr selten, weil wir das erst vor kurzem rausgefunden haben. Und die Gegner sind hier aber schwach. Was hast du zu sagen? Also ich glaube ja, dass wegen der Monster in der Höhe so viele Lawinen abgehen. Schneetreter. Könnte man drüber nachdenken. Ich denke mal, dass die irgendwie nützlich sind, um den Berg hochzukommen. Vielleicht werden die auch gleich auch... Was geht denn jetzt ab? Ach so, die fliegt dann einfach so runter, die Lawine. Während wir hier Schneemänner verprügeln. Und die sind ja niedlich. Müssen wir gleich mal darauf achten, ob die immer zur selben Zeit kommen, dass wir dann nicht gleich mitgerissen werden irgendwie. Weil das wäre natürlich nicht ganz so schön. Vor allem, wenn die mir sagen, ich habe da keine Ausrüstung mehr, das wäre wirklich, wirklich nicht schön. Dann gehen wir einfach mal so dahin jetzt. Klatsch. Ich wollte irgendwas. Oh, ich glaube, ich sollte mich beeilen. Das schaffen wir schon mal eine... Ja! Monster ist auf jeden Fall schon stärker geworden, aber wir haben das überlegt. Wer bist du denn? Du bist also der Reisende, der mal dazwischenfunkt. Auf geht's, Jenta. Ich bin Jetas. Merk dir das, Jetas. Ich bin Jenta. Wie ihr noch seid, wir sind deine Gegner. Ah, okay, der eine ist schon tot. Jetas ist tot. Und der andere, Jenta, auch. Das war ja nicht so schwer jetzt. Das heißt, theoretisch, denke ich mal, haben wir die Lawinen jetzt überwunden. Also die werden ja jetzt nicht mehr kommen. Meint ja jedenfalls der eine Mann im Dorf. Vielleicht hat er jetzt auch was Neues zu sagen. Welche neuen Herausforderungen? Schaffen wir noch einen Kampf, dass ich Level 13 kriege? Dankeschön. So, die übliche Methode hier. Also, achso, du hast überhaupt nichts Neues zu sagen. Ich dachte, du würdest vielleicht mal jetzt irgendwas Cooles drauf haben. Nach dem Motto, hey, du hast uns gerettet. Danke, nimm dies, nimm das, sei cool. Was sollte jetzt der Unterwäsche, das Unterwäsche-Achievement? Mir den Unterwäsche durch den Schnee watscheln. Oh, voll noch ein Level. Die wir richtig dick auf die Mappe geben können. So, komm her. Ihr natürlich, mit ihrem Eisfächer. Den Bergpass hast du also bezwungen. Nicht schlecht, aber hier endet deine Reise. Friere zu Tode in, der eisigen Kälte. Na komm, stell dich nicht so an. Ah, ist das warm, vergänglich wie der Schnee, so ist auch mein Schicksal, dahin zu scheiden. Unglaublich romantisch. Ich frage mich, ob die Leute Schaden durch unser Stachelschild kriegen. So warte doch, werter Reisender. Du hast uns gerettet. Auch für uns ist das hart. Tag ein, Tag aus, das ganze Jahr über nichts als Schnee. Wir haben ein kleines Dankeschild. Wir haben alles zusammengelegt, um es kaufen zu können. Auch wie süß. Eine richtig gute Waffe sollte dein Leben erleichtern. Oh, ein Donnerspeer. Gucken wir uns natürlich gleich mal an. Wenn wir für unsere Ausrüstung gucken können. Gute Arbeit, Phil. Ach ja, so schön und doch vergänglich. Sag mal, Phil, findest du nicht, dass Schnee und ich viel gemeinsam haben? Ihr seid beide weiß. Also, Schwamm drüber. Weiter, ziehen wir weiter, Phil. Ich glaube, das hat sie jetzt nicht ganz überzeugt. Warum, sie ist eine Göttin. Sie kann doch eigentlich Zeit zurückdrehen, bis es, keine Ahnung, Uhrzeit ist und alles. Voller Lava. Lawinenstopp haben wir geschafft. Sehr schön. Das nächste Mal gehen wir natürlich in Unterwäsche hier rein. Klar, gar kein Problem. War sowieso mein Plan. Phil wurde von einer Lawine erfasst. Wurden wir überhaupt nicht. Das ist eine dreiste Lüge. Doch mit eisernem Durchhaltevermögen kämpfte er sich durch den Schnee bis hin zur Burg des Bösewichts und rettete so die Welt. Fürs Skifahren blieb Phil jedoch leider keine Zeit. Nächstes Mal bei Half-Minute Hero, weißes Land.
irgendwas Cooles zu sagen? Nee, okay. So, das ging jetzt recht flott. Da schaffen wir auf jeden Fall noch die zweite und können uns nochmal in Ruhe die Ausrüstung angucken. Ich wollte eben mal den Stachelschild angucken. Boah, der ist ja richtig schwer, aber natürlich auch boah, plus zwei Schaden auch noch drauf. Also der ist ja schon von den Stats her geil. Auch wenn er echt schwer ist. So, du hast 17-0. Hat viel Menge Schaden, aber ich finde den Gladius immer noch Hammer. Den will ich behalten nachher erstmal noch. Theoretisch, also so wie das jetzt auf der Karte aussah, dürften wir danach wieder vom Berg runter sein. Weißes Land. Kelvinum. Wahrscheinlich nach Kelvin benannt. Voll, alle Monster sind zum schwarzen Ritter. Ich ganz allein, aber ich gebe noch nicht auf. Wirke jetzt Zerstörungsmagie. Hallo, so und schon wieder sein kalter Ort. Ja, heul mal nicht rum. Tut mir leid, dass ich im Moment nicht gerade Enthusiasmus versprühe. Zitter, 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 aber ich kann, aber ich denke, das war's für mich. Phil, aber du weißt auch so, was du zu tun hast. Deine niedliche Göttin und Begleiterin macht jetzt erstmal eine Pause. Autsch, ich hab mir die Zunge gebissen vor lauter Kälte. Das ist mir noch nie passiert. Geh schon, setz dem Bösewicht ein rasches Ende. In diesem Sinne, ach ja, die Burg des Bösewichts. Hier ist sie, sieht ja, das habe ich jetzt nicht lesen können, das habe ich zu schnell weggetippt, tut mir leid. Aber die Monster in dieser Aber die Monster in dieser Gegner sind irgendwie komisch. Ich habe so das Gefühl, dass du hier auf eine andere Art und Weise Probleme haben wirst. Also, immer mit der Ruhe. Sammel erstmal die wichtigsten Infos bei den Leuten im Dorf. Ach, die Ärmste friert so sehr. So, hast du irgendwas zu sagen? Ich habe in der Zeit gar keine Monster gesehen. Nicht, dass ich mich beschwere, aber komisch ist es schon. Ziehen die Monster nach Norden, okay. Ja, egal. Eine Schuppenrüstung. Nee, will ich nicht. Will ich nicht, brauche ich nicht. Ach, jetzt, ach, ich kann ja jetzt gar nicht trainieren, dann theoretisch. Ich gehe erstmal. Okay, der Eingang zu der Höhle lässt sich nicht öffnen. Es kommen keine Monster. Wie soll ich denn dann hochleveln? Was du denn? Haha, Hachi. Das sagen die öfters. Wenn du gegen Monster kämpfen willst, geh zu der Höhle im Norden. Da wirst du was Nettes finden. Ah, Hachi. Okay, aber... Oh, was haben wir da noch? Eine Waffe? Kamesinschneide. Feuerschaden, nicht die besten Stats, verschlimmert sogar noch unsere eh schon eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Kann man mal drüber nachdenken, aber ich denke mal, gegen Eismonster wird die nicht so schlecht sein. Ist das die Höhle im Norden? Ja. Schneemann, zu viel? Ich habe schon gehört, dass du kommen würdest. Ja, aber du bist zu schnell, viel zu schnell. Ich schmeiß es hin, auf den Schlüssel aufzupassen. Ich bin immer ein Monster. Klar, es ist an der Zeit für mich, ins gelobte Land zu laufen. Ach, der rennt einfach vor uns weg, okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel und damit müssen wir wahrscheinlich in die andere... Gott, das müssen wir wahrscheinlich in die Höhle hier unten oder so, oder? Wir müssen auf jeden Fall vor die Zeit zurückdrehen. Und jetzt haben wir keine Kohle mehr. Dammit, dammit, dammit. Phil benutzt den Schlüssel und öffnet damit die Tür. Stille, stille, stille. Phil hat die Höhle durchquert. Ein friedlicher, malerischer Anblick erstreckt sich vor seinen Augen. Okay, besiege die Monster. Ja, das klingt ja schon mal wieder besser. Nicht fliehen, bitte. Bitte in meiner Nähe bleiben. Ich habe nicht, so viel Zeit und alles. Oh, das geht ja mega schnell mit dem Leveln hier. Die sind mega schwach, aber geben mega viel XP. Gold hält sich allerdings in Grenzen, also müssen wir mindestens 200 Gold zusammenkriegen, damit wir die Zeit nochmal zurücksetzen können. Schaffen wir einen Kampf fort. Wo laufe ich hin? Hier laufe ich hin. So, Stufe 15, jetzt sollte das ja eigentlich funktionieren. Böser Boss, wo bist du? Hier oben bist du. Kelvinum, du kannst die Monster hier nicht besiegen. Du schwach, ich der wahre Bösewicht, der Welt zerstören wird. Oh, oh. Ach, bitte. Ja, fast schon zu viel trainiert. Hey, nicht, was ich erwartet habe. Ganz und gar nicht. Lappen. Lern erstmal reden. Okay, das sollte ich vielleicht nicht sagen. Hachi, schenk mir ein Taschentuch. Hey du Jungspund, sieht so aus, als hättest du den Bösewicht in die Knie gezwungen. Danke, hier ist ein kleines Geschenk von mir. Habe ich benutzt, als ich noch jung war wie du. Hachi. Nun dann, alles Gute. Oh, eine Regenrüstung. Wenn wir irgendwann nochmal ein vernünftiges Oberteil, also so einen Helm oder sowas finden würden, würden wir wirklich wie ein Ritter aussehen. Du hast es tatsächlich geschafft, Will. Jetzt kann ich diese Eishölle endlich in den Rücken kehren. Leb wohl, Eishölle. Hm, warte mal. Hat der Bösewicht nicht einen schwarzen Ritter erwähnt? Möglich hat er damit den dunkelrecken Zein gemeint. Wenn Noir sich mit den dunkelrecken Zein zusammentut, wäre das gar nicht gut, gar nicht gut. Haben wir den schon getroffen?
Ich erinnere mich jetzt gerade nicht irgendwie daran. Lass uns gehen, Phil. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl bei der Sache. Dunkelreckezein. Ich habe das schon mal irgendwo, glaube ich, gehört. Ich glaube im Intro oder so. Monsterjagd pflichtgemäß, ja. Ja. Wir kriegen, glaube ich, nie Achievements zusammen. Aber naja, das ist auch nicht so das Problem, solange wir die Welt retten. Eine verschlossene Tür in diesem Land der Eiseskälte. Jenseits der Tür wartete ein Paradies für prominente Monster, aber Phil hat sie dennoch allesamt niedergestreckt. Und mit ihnen den hiesigen Bösewicht. Weiter so, Phil. Rette auch heute wieder die Welt. Nächstes Mal Hafen der Tür, weites Land. Wieder niemand was zu sagen. Wieder zwei Quests fertig. Und, oh, wir gehen auf eine schöne weite Fläche, die wir dann in der nächsten Folge erkunden werden. Und bis dahin, wie immer, alles Gute und macht's gut!